Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hammach und Chubby Hui. Heute wollen wir uns über das Wetten in Taiwan unterhalten. Ein paar speziellere Wetten, ein paar ausgefallenere Wetten. Aber bevor wir zu diesen kommen, kann man vielleicht erst einmal feststellen, dass die Taiwaner schon sehr gerne eigentlich wetten. Also es ist natürlich offiziell nicht erlaubt. Es gibt zwar ein Ausnahmegesetz, da darf man auf bestimmten Inseln, die auch zu Taiwan gehören, mittlerweile ein Casino errichten, auch wenn das bisher noch nicht wirklich durchgekommen ist. Die Regierung weigert sich dann doch immer wieder, auch wenn es schon eine derartige Entscheidung gab, da tätig zu werden. Aber ganz generell gesagt darf man eigentlich nicht so richtig wetten in Taiwan. Abgesehen, wenn man jetzt vielleicht das offizielle Lotteriespielen in Taiwan auch als eine Art von Wette bezeichnen möchte. Aber normalerweise ist es eben verboten, dass man zum Beispiel auf den Ausgang von politischen Wahlen wettet. Oder dass man irgendwie vor allem um viel Geld wettet. Und das geht dann so weit, dass man auch manchmal dann eher spaßeshalber sagt, wenn man zum Beispiel am Neujahr um Geld spielt, dass man, wenn irgendwie die Polizei oder ein Unbekannter, ein Fremder vorbeikommt und vielleicht in den Garten schauen kann, wo gerade die Familie sitzt, also eher auf dem Land, nicht in der Stadt Taipei, dass man dann schnell doch das Geld verdecken soll, damit eben keiner sieht, dass man eigentlich um Geld spielt, weil das, wie gesagt, verboten ist. Aber trotzdem, die Taiwaner, die wetten eigentlich ganz gerne und das führt manchmal zu sehr ausgefallenen Situationen. Nämlich wenn dann vor allem das, was man eigentlich als Wetteinsatz vorgestellt hat, dann in die Tat umgesetzt werden soll. Und dabei geht es eben nicht immer nur um Geld, sondern manche spielen um ganz außergewöhnliche Dinge. Zum Beispiel geht es oft um ihre Karriere. Wir hatten ja vor kurzem die Kommunalwahlen hier in Taiwan, die sogenannten 9-in-1-Wahlen. Und eine von diesen Wahlen, die sehr viel beachtet wurde, das war hier die in Taipei. Und bei der Wahl in Taipei gab es insgesamt 5 Kandidaten, wobei nur 3 von denen wurden aufgrund der Parteizugehörigkeit oder aufgrund ihres Bekanntheitsgrades zumindest eher eine Chance eingeräumt, dass sie tatsächlich gewinnen könnten. Und der Kandidat von der DPP, Yao Wenji, der hatte damals angekündigt, wenn er nicht unter den ersten beiden liegen sollte bei dem Endergebnis, wenn er also nur auf dem 3. Platz oder darunter fallen sollte, dann würde er sich für immer aus der Politik zurückziehen. Also auch das ist zum Beispiel so ein Wetteinsatz, den er für sich vorgegeben hat, vielleicht um dadurch noch einmal seine Unterstützer zu sammeln, dass sie ihm auf jeden Fall die Stimme geben, weil sie ansonsten ihn auch in der Zukunft verlieren würden als Politiker. Aber tatsächlich, bei der Wahl ist er auf dem 3. Platz gelandet und dann wurde natürlich auch von ihm erwartet, dass er jetzt aus der Politik zurücktritt und er hat mittlerweile angekündigt, dass er sich jetzt auf das Filmemachen konzentrieren möchte. Er möchte nämlich einen Dokumentarfilm drehen. Also in diesem Falle, zumindest für den Moment, da hat er tatsächlich seinen Wetteinsatz umgesetzt. Ob er wirklich für die Ewigkeit aus der Politik zurückziehen würde, das weiß man natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite, man nimmt solche Beschwerungen eigentlich gar nicht richtig so ernst. Also vor allen Dingen, was die Politik sagte, das gilt eigentlich nicht. Also ich kann mich noch daran erinnern, ein Ex-Präsident hat 100-mal gesprochen, dass er nicht für ein bestimmtes Amt kandidieren möchte. Aber im Endeffekt hat er doch an der Wahl teilgenommen und ist kandidiert worden und die Wahl sogar noch gewonnen hat. Ja, es gibt immer noch eine Art von Hintertür in solchen Fällen und das wird dann eben auch oft von diesen Politikern im Nachhinein breitgetreten, nämlich sie wollten ja eigentlich nicht, genauso wie sie gesagt haben, aber alle wollten es von ihnen und dann haben sie sich eben schweren Herzens überreden lassen oder weil eben das Schicksal des Landes auf dem Spiel steht oder so. Also es gibt schon immer noch eine Möglichkeit, wie man das dann wieder so hindrehen kann, dass man dann das Vorhergesagte wieder nicht beachten sollte, also zumindest dann eben in dieser neuen Situation, die sich stellt. Ja genau, also bei solchen Wetten nimmt man eigentlich nicht ernst, nur das ist einfach spaßig und man redet sehr gerne. Und zwar in der letzten Zeit ist ein Politiker immer im Munde aller Leute, weil er damals beschworen hatte, wenn so und so, dann würde er dann 3 Hockeybälle herunterschlucken, also man muss sich mal vorstellen, wenn man einen Hockeyball runterschlucken, das könnte wirklich ums Sterben gehen. Also es könnte wirklich zu einer sehr schlimmen Folge kommen. Allerdings hat er damals tatsächlich so gesagt und das hat er nicht nur gesagt und das wird auch gefilmt. Und dieser Videofilm wurde in den letzten 4 Jahren immer wieder gezeigt, sodass alle Taiwaner kennen diese Episode. Und tatsächlich ist das Gerichtsurteil vor kurzem bekannt geworden und er hat tatsächlich vor kurzem in der Zeitung ein Entschuldigungsschreiben veröffentlicht und auch die Strafe gilt in
Höhe von 1 Million Taiwan-Dollar bezahlt. Und das alles hat er getan, was das Gericht von ihm verlangte. Allerdings, er hat damals noch beschworen, dass er 3 Hockeybälle herunterschlucken möchte. In diesem Punkt hatte er nicht sein Wort festgehalten und das wurde natürlich von allen ausgelacht und die Journalisten kamen immer zu ihm und der Mikrofon vor ihm gestellt und gefragt, wann er die Bälle herunterschlucken möchte. Und immer wieder wurde er von allen gefragt und irgendwann war er natürlich ganz sauer. Aber bis jetzt hatte er noch nicht getan und man geht davon aus, dass er auch in Zukunft diese Bälle nicht herunterschlucken werde, weil man auch nicht wirklich gern sehen, dass er wirklich daran sterben. Das wäre zu schlimm sein. Ja, und es gibt ja auch andere Beispiele, wo Politiker sich schon an noch kleineren Gegenständen verschluckt haben. Ich glaube, von dem ehemaligen Präsidenten George Bush ist doch überliefert, dass er mal fast an einer Brezel erstickt sein soll. Also daran kann man schon wirklich erkennen, wenn das schon mit einer Brezel geht, wie ist das dann erst bei einem solchen Hockeyball, der noch viel größer sein soll. Aber gut, in diesem Falle ging es also nicht unbedingt um den Ausgang einer Wette, aber um den Ausgang eines Gerichtsurteils. Also der Politiker wollte anscheinend nochmal ganz mit Betonung seine Unschuld beteuern und hat sich wohl zumindest versprochen, dass ihm das dabei hilft, dass das Urteil in seinem Sinne ausgeht, aber das war dann nicht der Fall. Ja, aber anders als dieser Politiker gibt es einen anderen Politiker, der allerdings an sein Wort gehalten hat. Und das ist der Xie Longjie, ein Politiker im Landkreis Tainan damals. Und der hat auch beschworen, fast so und so, dann würde er aus seinem Amt als Parlamentarier zurücktreten. Und er hat diese Wette tatsächlich verloren und ist auch zurückgetreten. Er hat an sein Wort gehalten, aber das hat seine Karriere eigentlich nicht richtig geschadet, weil er dann später bei der nächsten Wahl die Wahl noch gewonnen und daher er bleibt jetzt noch ein Parlamentarier. Da redet man natürlich ganz gerne über diese Episode. Und du hast ja vorhin von der Wahl gesprochen. Bei der Wahlzeit und bei den vielen Wahlkampagnen hat man mehr Lust, etwas zu wetten, zum Beispiel dieses Mal. Und vor allen Dingen dieses Mal in Südtaiwan, in der Stadt Kaohsiung. Der KMT-Politiker Han Kuo-yu hat die Bürgermeisterwahl in Kaohsiung gewonnen und eigentlich schon vorher hatten viele den Wahlausgang gewettet. Also ein seiner Fans gesagte, wenn Han Kuo-yu diese Wahl gewinnen würde, würde er 100 Zajipai, nämlich frittierte Hühnerschnitzel, zur Verfügung stellen. Ja, ein Lieblingssnack der Taiwaner. Genau. Und dann hat er auch an sein Wort gehalten und er hat tatsächlich 100 Portionen von frittierte Hühnerschnitzel verschenkt. Nicht nur er, sondern auch ein anderer Zhu Xuehen, ein Kommentator, der hat diese Wetten angestoßen und gesagt, wenn Han Kuo-yu die Wahl gewinnen würde, würde er 200 Portionen zur Verfügung stellen. Wie gesagt, Han hat die Wahl gewonnen und hat er tatsächlich 200 Portionen zur Verfügung gestellt. Aber weil die Schlange zu lang war, das heißt ja, zu viele Leute sich dort angestanden hatte, hat er von 200 auf 20.000 Portionen erhöht, sodass alle sehr happy dabei waren, weil alle Hühnerschnitzel bekommen. Insgesamt 114 Läden haben Hühnerschnitzel zur Verfügung gestellt. Allerdings manche von den Leuten in Schlange essen eigentlich kein Fleisch, also die sind eigentlich Vegetarier und die wollen natürlich keine Hühnerschnitzel essen und daher die bekommen Donuts. 1000 Portionen Donuts waren auch dabei. Also wie gesagt, alle waren so happy und nicht nur die beiden, sondern auch viele andere Fans von Han Kuo-yu, die haben auch gleichzeitig sehr viele Hühnerschnitzel zur Verfügung gestellt und überhaupt plötzlich an einem Tag aßen alle Leute in Kaohsiung frittierte Hühnerschnitzel und so zahlreich war und daher manche Leute hatten vorgeschlagen, dass man vielleicht in Zukunft eine frittierte Hühnerschnitzel-Expo oder Festival veranstalten sollten. Das war eine Idee von vielen Leuten. Auf jeden Fall, alle waren wirklich sehr happy. Ja, interessant finde ich daran, dass man ja in Taiwan vor der Wahl keine
Wahlgeschenke über einen bestimmten Preis verteilen darf als Kandidat oder auch als ein Unterstützer von einem Kandidat. Denn es könnte ja sein, dass man damit versucht, die Stimmen zu kaufen. Und der Preis, bei dem ein Wahlgeschenk liegen darf, das sind ja 30 Taiwan-Dollar, also etwas unter einem Euro. Und meistens verschenkt werden dann irgendwelche Mundschutze oder vielleicht Feuerzeuge, also irgendwas, was man eben für unter einem Euro in Taiwan kaufen kann in großer Menge und dann verschenken kann. Aber es scheint kein Problem zu sein, nach einer Wahl zu sagen, wenn dann eben ein Kandidat gewonnen hat und das hat man natürlich vor der Wahl bekannt gegeben, dass man dann zum Beispiel diese frittierten Hähnchen verschenkt und die sind ja vom Preis her etwas teurer, normalerweise zumindest. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß die waren, die dort verschenkt wurden, aber normalerweise kann man nicht unbedingt für unter einem Euro schon einen solchen Hühnerschenkel, der frittiert ist, kaufen. Und ich habe tatsächlich im Fernsehbeitrag gesehen, dass die frittierte Hühnerschnitzel wirklich sehr groß sind. Und ein Reporter hat noch die Schnitzel gehalten vor seinem Gesicht. Und das ist größer als sein Gesicht. Und das ist ein Mann. Und daher, das ist ja sehr groß. Und du hast schon recht. Hat der Gegner von Han gewollt, dieses vors Gericht stehlen, weil das ist ein Betrug oder ein Wetten und so. Aber naja. Die Taiwaner sind sehr tolerante und solange alle happy damit sind, hat er ja auch nichts dagegen. Ja, also es kann ja schon sein, dass ein Hühnerschenkel, der frittiert ist, einen Anreiz tatsächlich bietet für den einen oder anderen Wähler, dann einem bestimmten Kandidaten die Stimme zu geben und nicht dem anderen, wenn Aussicht darauf besteht. In diesem Zusammenhang müssen wir unbedingt eine Person erwähnen, und nämlich der Wang Shijian. Wang Shijian ist ein Abgeordneter des Taipei-Parlaments. Der ist bekannt dafür, er wurde als eine Art von Octopus Paul genannt, weil er wetten sehr gerne und jedes Mal hatte er was gewettet. Und ein notorischer Wetter. Ja, genau. Immer zum Gegenteil geworden. Also er hat beim Allen verloren. Bei den Wahlen zum Beispiel möchte jeder Kandidat schon wissen, für was er gewettet hat. Also der hat tatsächlich immer falsch getippt. Zum Beispiel 2008 hat er gesagt, wenn die Akte von der Kuomintang nominierten Kandidaten in der Stadt Taipei die Parlamentswahl gewinnen könnte, würde er ins Meer springen. Und tatsächlich haben die ACT-Politiker die Wahlen gewonnen, die sind alle im Parlament gekommen und daher müsste Wang Shijian ins Meer springen. Und ist er tatsächlich auch ins Meer gesprungen, obwohl damals noch sehr kalt war, das war im Januar. Diese Tat fand statt vor der Kamera und daher auch dieser Film wird bis heute noch immer gezeigt. Und 2012 hat er wieder getippt, dass die Tsai Ing-wen, die jetzige Präsidentin, die Präsidentenwahl gewinnen könnte. Wenn Tsai Ing-wen verlieren würde, würde er eine Bungee-Jumping machen. Und natürlich, man weiß ja, 2012 hat der Ma Ying-jeou sein Amt erfolgreich verlängert und daher ist Wang Shijian Bungee-Jumping gegangen und hat auch gesprungen und das geschah auch vor dem Kamera. Und dann 2017 hat er einen Videofilm gedreht im Internet und hat er gemeint, falls er 1 Million Klickzahl bekommen, dann würde er seine Haare rasieren lassen. Tatsächlich müsste er noch seine Haare rasieren lassen. Er hat eine Glatze und ja. Dieses Mal, 2018, hat er gewettet, dass Han Kuo-yu die Bürgermeisterwahl in Kaohsiung verlieren würde. Wenn Han die Wahl gewinnen würde, würde er ins Meer springen. Allerdings dieses Mal will er nicht an sein Wort festhalten. Vielleicht hat er dann eine Lektion gelernt, dass er schon zu oft verloren hat. Das Video wurde ja anscheinend von ihm selber produziert. Aber die anderen Wetten, die schaden ja eigentlich ihm. Aber da haben ja die Gegenkandidaten, die Unterstützer der Gegenkandidaten, eher noch einen Grund mehr, tatsächlich zur Wahl zu gehen. Also insofern müsste er eigentlich irgendetwas versprechen oder wetten, wo er nicht sich selbst schadet, sondern wo er vielleicht etwas Tolles tut, wenn der Kandidat gewinnt, von dem er sich hofft, dass er gewinnt. Und zum Beispiel die Präsidentin Tsai Ing-wen hätte ja sagen können, wenn sie also gewinnt, dann würde er Bungee-Jumping machen. Also ich nehme mal an, dass er eigentlich auch nicht der Bungee-Jumper ist, sonst könnte er das ja immer tun, aber er hat das ja explizit mit dieser Wahl verbunden. Und dann hätten vielleicht auch Leute gesagt, einfach nur um ihm zu schaden, na gut, dann wähle ich eben für die Präsidentin, damit er tatsächlich dann springen muss, weil er scheint ja auch sonst ein recht
umstrittener Politiker zu sein in Taiwan. Aber er hat eben irgendwie das immer andersherum gemacht und musste dementsprechend auch oft dann diese Wette umsetzen. Aber wie gesagt, jetzt beim letzten Mal hatte er sich ja etwas geweigert. Und dann habe ich auch gehört, dass der gewählte Bürgermeister von Kaohsiung, Han Kuo-yu, hat dann gesagt, Wang solle nicht ins Meer springen, aber er könne ja stattdessen in den Liebesfluss springen. Also der Liebesfluss, das ist eigentlich ein Kanal, der durch Kaohsiung fließt. Und ich weiß nicht, ob er damit vielleicht doch noch einmal Wang etwas provozieren wollte, denn also der Liebesfluss ist nicht wirklich ein gewöhnlicher Fluss, der ist eher dafür bekannt, dass er zumindest früher eine richtige Kloake war, also eher könnte es sogar gefährlich sein, weil der Fluss vielleicht als besonders verseucht gilt, allerdings mittlerweile muss man auch sagen, die Stadt Kaohsiung hat ja in den letzten Jahren sehr stark aufgeräumt, auch gerade eben diesen Liebesfluss. Und als ich allerdings vor ein paar Jahren, das ist jetzt schon einige Jahre her, dort war, da konnte man immer noch so einen bestimmten Geruch wahrnehmen in dem Fluss. Und es wurde auch uns damals, als wir zum Drachenbootrennen auf diesem Fluss waren, immer gesagt, also auf keinen Fall sollte man das Wasser trinken oder irgendwie groß damit in Berührung kommen. Insofern ist es vielleicht auch nicht ganz so gesund, wenn er dann anstatt ins Meer zu springen, in diesen Liebesfluss springt. Ja, und auch außerdem wurde jetzt fast jeden Tag von den Journalisten gefragt, wann er Wort umsetzen möchte. Natürlich, wie gesagt, er hat dieses Mal geweigert, dass er das tun, obwohl er in den vergangenen Jahren immer an sein Wort festgehalten hatte. Man weiß nicht, warum er dieses Mal sein Wort brechen wollte. Allerdings viele Internetnutzer hatten, vielleicht um ihn lustig zu machen, auch inzwischen schon ins Meer oder in den Liebefluss in Kaohsiung gesprungen. Und jeder hat natürlich dann in Facebook das alles gezeigt. Eigentlich, man nimmt das nicht ernst. Man möchte ihn nur verärgern oder lustig machen. Und tatsächlich. Das heißt ja immer, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht mehr zu sorgen. Genau. Und auf jeden Fall, die Taiwaner wetten wirklich ganz gerne. Man kann um vieles wetten. Früher hatten wir sehr oft um das Wetter gewettet. Man sagt, wenn morgen es regnete, dann würde ich das und das bussen oder so. Aber weil jetzt die Wettervorhersage eigentlich immer die Wahrheit getroffen hatte, dann wettet man nicht mehr so viel. Aber viel anderes kann man immer wetten. Der Wetteinsatz kann natürlich alles sein, wie wir vorhin gesagt, frittierte Hühnerschnitzel oder Bubble Tea oder welche Getränke, was auch immer, kann man schon wetten. Man kann natürlich auch etwas Schwierigeres wetten, wie zum Beispiel ins Meer springen oder so. Oder überhaupt im Alltag, dann sagt man eigentlich sehr oft, wenn ich lüge oder wenn es nicht stimmt, dann werde ich sofort von einem Auto anfahren oder sowas. Das sagt man eigentlich auch oft. Oder hätte ich gelogen, dann würde meine ganze Familie sterben oder sowas. Also wie man vielleicht auch in anderen Kulturkreisen im Westen zum Beispiel auch öfter hört, ich schwöre auf das Leben meines Kindes oder ich schwöre auf das Grab von irgendeinem Verwandten. Also vielleicht, das ist eher so zu verstehen. Ja, nicht ja. Wortwörtlich, sondern eher übertragen. Ja, ja. Aber in Taiwan wird man vielleicht eher so sagen, ich schwöre auf deines Kindes. Auf jeden Fall. Also man nimmt das wirklich nicht ernst. Das ist nur spaßig. Etwas makaber. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.